Dieser Wurstwahnsinn muss endlich enden. Es darf so nicht mehr weitergehen. Die Firma Adermann muss vernichtet werden. Und deswegen werde ich hier das Adermann-Hauptquartier niederbrennen. Denn diese Schweine von Adermann haben meinen kleinen Carl Junior fettleibig gemacht. Wie was, wieso? Dein Cousin hat über meinen Fettschleim gelacht? Junge, mein Fettschleim ist die Hauptzutat in der Adermann-Superknack. Außerdem kann man sich damit einreiben und erreicht damit unter Wasser wahnsinnige Schwimmgeschwindigkeiten. Du weißt ja überhaupt gar nicht, was gut ist. Du bist Teil dieser Adermann-Fabrik, ha? Norddeutscher, du gehörst dazu? Mit deiner fetten Frau? Mit meiner netten Frau? Naja, gut. Ja, klar, die ist super nett geworden. Aber seitdem sie so fett ist, wird sie auch immer aggressiver. Also, ich verstehe jetzt... Deine Frau ist schiefer? So, guck mal hier, Menschen-Barbecue. Kannst du hören? Oh, Alter! Ich? Kannst du nicht in der Adermann rumschießen? Ja, der Adermann will immer zerstören. Es muss ein Ende nehmen. Nach einer Schießerei mit knapp 80 Toten in einer Wurstfabrik. Adermann muss Versorgung. Weg. Es muss weg. Guck mal hier, die haben sogar Fitnessgeräte hier in der Adermann-Fabrik. Ich mach hier richtig Ärger. Um ich mach hier richtig alle wild. Guck mal, der verbrannte Jimmy. Bam! Wild macht das hier alle. Verbrannter Jimmy. Hier, ich trigger sie alle. Ich mach dir so richtig den Laden zu. Ich mach dir den Laden zu? Was sind das denn für... Amerika! Amerika! Hast du Amerika geschrien? Hier, was ist da? Ein Billardclub mitten in der Wurstwarenfabrik. Da, auch noch hier für dich ein bisschen was ins Ohre. Fetter Mann. Ich schmeiß mit Schnitzeln. Ich glaube, hab ich was getroffen? Guck mal hier, die haben doch keine Chance, Alter. Die haben doch keine Chance. Ich glaube, sie nehmen mich nicht mehr als Menschen wahr. Ich werfe hier Dinge um mich. Alter. Ich bin im Rausch. Ich bin im Rausch. Nackte Menschen mit Hanteln. Was ist das für eine Wurstfabrik? Hilfe. Hier oben wird auch gejammt irgendwie. Hier ist auch so eine Jam-Session, ja. Ach, gejammt. Ach so. Gejammt. Ich dachte, gejammt irgendwas mit Gems, weißt du hier. Gems? Hier wird abgegammt? Hat er wieder Gems gekauft irgendwie bei seinen komischen Spielen? Nee, das bist du, Alter. Captain Adermann mit der extra dicken blauen Pelle. Ich gebe zu, ich habe in meinem Leben schon mal Geld ausgegeben für Handyspiele, ja. Aber da, aus dem Alter bin ich raus. Ich bin... Noob, was war Alter. Das? Die nehmen mich nicht wahr und dann wird er hier getingeltongelt von Alter, hinten. Guck mal, ich könnte das aber easy. Wirklich getingeltongelt. Guck mal, wie ich hier bam. Ich bin voll der Gott, Alter. Ich bin voll Alter, der, da oben klebt einer an der Decke. Voll der Schmalzgott. Siehst du den, der da oben an der Wand klebt? Ja, durch meine Schmatzkraft habe ich den nach oben katapultiert. Und jetzt ist er ist durchs Dach geschwoben. Guck mal, hier steht Verkehr-Dad geschwoben. Geschwoben, Verkehr-Dad stand hier oben. Ja, komm, besiegt mich. Besiegt den göttlichen Kies. Ja, weißt du, jetzt wieder hier. Hat die Adam, ach komm, nee, ich werde da durchgerutscht. Ich habe mich eingerieben in der Pelle. Das war ja noch nichts. Das war gerade der Anfang. Ja, aber ich habe den Anfang dominiert. Geadermantelt habe ich den. Dominiert. Ja, dominiert hast du den, ja. Alter. Warte mal, irgendwo habe ich doch hier eine Knarre gefunden. Eine Knarre in der Adermann-Fabrik? Klar, natürlich. Die Bojenko-Notfallknarre. Die Bojenko-Notfallknarre? Was ist denn ein Notfall? Ja. Yeah. Wenn man burned down for what? Oh, ich wurde in der Ecke unsittlich berührt. Boom! Ich mach sogar unsere Freunde böse. Alter, ich schlag alle mit den dicken Adermann-Keulen nieder hier. Adermann-Nasenkeule. Guck mal, ich schieße auf die, aber keiner sagt, ich bin raus, weißt du? Irgendwie unfair. Ja, du musst sie mit Fleisch bekämpfen. Also die kann Adermann man nur mit Fleisch bezwingen. Ja, Fleisch ist ihr Laster. Hartknack. Fleisch ist ihr Laster, sie lieben es, aber es ist auch ihre einzige Schwäche. Nur mit echtem Hartknack. Oh, ich hab dem einen eine Machete aus der Hand geschlagen. Alter, jetzt hast du wieder eine Waffe abgefeuert, jetzt kann ich wieder niemanden töten. Ach, Quark. Oh doch, ich glaube, da ist was passiert, aber ich weiß nicht, auf welcher Grundlage. Oh doch, jetzt geht's wieder. Die spüren doch Bullshit. Mein Fleisch noch. Natürlich spüren die dein Fleisch im Nacken. Guck mal hier, ich tanze auf dem fleischigen Billardtisch. Boah, Alter, zum Glück habe ich den gekillt. Der wollte mich gerade mit einem Schlag. Er hat mit einem Schnitzel meine Machete gekontert. So was geht? Ja, der hatte Schnitzelkonter. Sind die Adermann-Krustenschnitzel. Ich weiß aber, ich glaube, das ist aber hier nicht nach Herr der Ringe regeln. Ist das, glaube ich, nicht legit. Ich weiß nicht. Guck mal, der hat einen Nunchaku. Mit dem Gesicht, ich bin fast tot. Ader-Ninja. Der Ader-Ninja. Koreanische Ader-Schulmädchen-Ninjas. Das patentiert schon. Hat sich Kimi schon genommen. Oh, ich hab ihn gehendrixt.
Guck mal hier, das mit der Keule. Das war eine Wurfkeule. Eine Wurfkeule? 20 Meter. Adermann-Wurfkeulen. Man kann aus allem irgendwie ein Adermann-Produkt machen, ne? Sagen Adermann mal so. Hat auch an allem die Rechte. Was ja, gehört der Firma Adermann nicht? 80% Wurstherstellung und das andere ist alles Flachfleisch. Also Schnitzel, Hähnchenbrust. Nee, aber die sind haben ja auch Hähnchen bei Adermann? Ja, aber die sind ja auch ganz groß zur Zeit in so Latex-Geschichten, ne? Adermann Latex, kommt der jetzt? Ja, die haben da irgendwie... Haben Billy Boy aufgekauft. Hast du nicht mitbekommen? War eine große Fusion. Doch, wirklich. Fusion. 53 Milliarden oder sowas haben sie in die Firma Boy reingesteckt. Die haben ja ganz schön was reingesteckt. Boy-Toy, in die Firma Boy-Toy. In die Firma Boy haben die ganz schön was reingesteckt, sage ich dir. In Billy's Boys. Die haben nicht Billy Boy gekauft, oh, ich bin fast tot. Boys. Was, ein Nubel. Nubel. Weil er, guck mal, wie er wieder hier... Ich hab boah, das war die Wave. Ja, hatte ich vorhin auch. Ja, hatte ich vorhin. Weißt du, vorhin hat keiner gesehen. Ja, vorhin haben alle gesehen. Da bin ich gestorben, damit Kreis mitspielen darf, weil ich auf Ehre immer... Auf Ehrenbasis. Ich habe kurze Nachricht bei WhatsApp gekriegt, Kreis, du musst mal eben sterben. Ich habe hier Probleme. Mhm. Oh, jetzt habe ich eine Keule gekriegt. Klingt ja auch voll nach mir. Ja. Ehrenjoe nannte man ihn. Ehrensmore. Guck mal hier. Alter. Boah. Splashwave, neue Fähigkeit. Flashwave. Nur mit dem Adermann Light Abo. Flashwave. Flashwave, ja. Die Fleischwelle. Ich bin der Meatfister. Mit deinem Fleisch in meine Fabrik. Da leuchtet irgendwas in der einen Küche, ne? Es klein und mach ein Würstchen für dich. Hä? Was? Ich singe, ich mach gerade den neuen Adermann Super Jingle. Adermann! Boah, hier ist ein Super Paddel. Aber die Band spielt immer noch ein Super Paddel? Ja. Oh, hier sind überall Fleischkeulen. Und wuff! Alter, wie fliegt denn so ein Paddel? Ey, das ist ja riesig. Guck mal. Schon ein ganz schöner Lümmel, ne? Das ist richtig, guck mal, da kannst du, ja, kannst du von der anderen Seite der Karte im Endeffekt zuschlagen. Und zack, hier, reingepaddelt. Ich schmeiß einfach Fleisch in die Menge, weißt du? It's raining flash. Boah. Das Meat hast Man. Du noch nie gesehen, oder? Das was hast ich? Du noch nie gesehen. Ah, der hat mich bestimmt von hinten gelachst. Ja, der Lachsmann. Lachstana. Mit seinem Lachstana. Ziemlich dünner, langer, scharfer Lachs aus Asien. Zack, Aggegeil mit dem Aggebeil. Alter, guck mal, wie ich sie hier niederfleische. Da ist ein Aggebeil. Okay, ich glaube, wir haben gewonnen. Haben wir nicht. Ich bin, wie gesagt, ein Hit. Und hier gibt's auch schon wieder so einige, die untouchable sind. Untouchable? Untouchable. Untouchable. Das neue Lied. Oh, oh, wow, wow. Boah, Alter. Ich glaube, wenn ich einmal triff, hast du verloren. Zum Glück habe ich so wahnsinnig krasse Ausweichenergiekräfte, Alter. Zum Glück habe ich dieses Paddel. Muss man gar nicht mehr ausweichen. Guck mal hier, ich von der anderen. Ich sitze mich hier auf dem Sofa, setze ich mich hin und schlag zu. So, ganz gemütlich. Ich hab Paddel. Guck mal, da oben. Da kommt die Next Wave. Wie die Next Wave? Ja, hier oben. Auf einmal her. The Baker's Family. Baker Boys. Die Baker Boys. Die Bobble. Bobble Baker. Bobble B. Guck mal hier, warum haben die denn Gewichte? Wir haben ihn rausgeworfen. Warum? Weil er nicht Baker, sondern Barker hieß. Er hat uns beschissen. Alter, Billy Barker ist nicht mehr Teil der Band. Das war ein Schinken, sage ich dir. Ich habe Menschen an einem Schinken sterben sehen, aber noch nie so. Ist der Asiamann mit seiner... Ich glaube nicht, nee. Nee, der läuft da hinten noch. Oh, ich habe ihm Schnitzel in den Schritt geworfen. Und boom! Asiamann, du kannst mich mal. Aber gib mir doch mal hier Panade, das... Ohne Panade, Alter. Panadenmesser. Ohne Panade! Panadenbengel. Oh, geil. 9. Deine Zahl. Die Zahl ist da. Das heißt, eigentlich ist schon Win. Bam. Fleischkeule. Gewonnen ist ja, erst, wenn niemand mehr steht. Erst, wenn die fette Mareike Amado singt, ist gewonnen. Mareike Haramado. Die ist Haram. Haramado hat gesagt. Oh, Knüppel. Ich sah aus, als wäre der schon mal irgendwo hergeflogen. So ein Flugknüppel, hier so ein typischer. Oh, ich hab ihn weggeworfen, den Mann. Knubal. Alter, was der Katana-Boss schon alles gefuttert hat, ne? Er verteidigt seine Fleischfabrik wirklich. Ja, er ist tot! Ich hab auch noch mit reingeworfen.
Katana! Jetzt mach ich die alle tot, Alter. Zack, Schlitz, jetzt werden Alter. Wieder Leute unsichtbar. Zack, Schlitz, gewonnen! Yeah. Und bam! Aber jetzt müssen wir noch eine Karte spielen. Hm. Easy! Was gibt's denn hier noch? Die Kantine? Dead Rising? Kantine. Biker Bar? Beef! Alter, es gibt Beef! Und am Beef Risotto. Beef? The meat beef? Meat, beef the meat? Halt mir fest, Kies hat Untouchable es durchgestanden, während Greis am Hämorrhoidenbügel gestorben Alter, ist. Alter, jetzt sind wir aber in der Adermann-Hauptküche gelandet hier, oder was? Mhm, das ist die Adermann-Hauptküche. Hier sind Scheißhäuser und Kisten. Boah, hier geht's runter, ne? Hier werden Leute gefoltert. Geflottert ja, werden hier Leute. Geflottert. Wow, oh, Alter. Ich hab den Disco-Raum gefunden. So. What you gonna do? Wow. Alter, hier sind nur Große. Vorsicht. Oh, no. It's a trap. Hier drüben ist eine Waschmaschine. Oh, oh. Alter, warum sind hier so viele? Hier sitzt einer ganz gechillt. Eine Knarre. Ich hab eine Knarre. Einschussknarre oder so eine... Du hast gewonnen, Knarre. Nee, so eine Einschussknarre. Weil normalerweise also, spielst du immer mit diesen unfairen, du hast gewonnen Waffen, ne? Mit den unfairen, du hast gewonnen Waffen. Du meinst so mit den Legit Weapons, die hier legit so programmiert wurden, dass man sie Alter, gut benutzen kann? Alter! Kommt auf einmal ein Seeräuber oder sowas auf mich zu. Seeräuber-Opa. Pavian. Hey. Oder wie hieß der nochmal? Ich hab hier gerade meine eigenen Probleme. Gib mir diesen Stick. Alter, er kratzt sich nur ein bisschen am Kopf. So, noch den Zuhälter. Ich bin nämlich gerade hier im Zuhälter-Fleischraum. Vorsicht, von hinten Fleischmänner. Die haben Fleischmaniose. Fleischmanjeckel. Achtung. Bam. Yes. Der Zuhälter stirbt nicht jetzt. Jetzt ist er tot. Nunchaku hat er keine Chance. Aber ich habe hier noch den Stick of Pimp. Boah, er hat mich getroffen mit seiner komischen Hendrix. Hier, nimm hier so einen Pimpstick. Hier, nimm einen. Wie, oh ja, noch Pimpstick. Was ist das hier für ein... Keine Ahnung. Für ein Treffen. Das ist Adermann-Chef-Etagen-Treffen, oder klar, was? Es sind doch alles kriminelle Zuhälter in der Fabrik. Bei aber, Adermann... Ach, du musst auf die Spikes achten. Welche Spikes? Hier kommen immer Spikes aus dem Boden. Sehe wieder nur ich. Ja, das ist schon peinlich, diese Cheats. Der hat ein Messer. Jetzt hat er eine Gitarre. Aber er lebt noch. Halt mir den Rücken frei. Ist Holzmichelt, oder nicht? Nein, der ist nicht. Ich glaube, der steht nochmal auf. Ich bin nach nebenan gegangen. Das sind große Afro-Männer aus den 70ern. Okay, erledigt. Okay, ich chill kurz und. Nein, der wurde gemichelt, glaube ich. Holzmichelt, ey. Oh, hier ist ein Unsichtbarer. Zack, in den Rücken gestochen. Das war männlich. Guck mal, der Boxer. Der ist richtig robust. Ja, der Boxer ist ein asiatischer Knüppelfreund. Die wollen hier nicht abgeben. Irgendwie nicht, ne. Liegt eine Knarre rum, aber die ist schon leer. Ja, Schaufel. Ich hab eine Schaufel. Schaufel ihm ins Gesicht. Ich schaufel sein Gesicht voll hart. Oh, einer ist down, der Boxer. Komm, und jetzt ist auch der Fleischmann hier. Oh nein, die komm, er hat Nasenbluten. Fleischmann Jano. Beide Kinder. Achtung, von hinten. Da kommt ein Boxer. Wo kommt der her? Hier ist irgend so ein lilanes... Toilettenstein oder sowas. Alter, oh, was ist denn hier los? Da oben sind voll die es Leute kommen auf einmal richtig viele. Kommen die alle her auf einmal? Ich muss irgendeine Waffe finden. Hier muss doch noch irgendwas geben. Oh, eine Axt. Guck mal, hier ist doch noch irgendwas. Hör, was hat der aufgehoben? Der hat Nunchakus. Oh, der Taser hier ist schon aufgebraucht. Oh, ich bin in irgendeiner fiesen Ecke. Springen, springen, drehen. Spring, drehen, kicken. Ich komm nicht raus, der Boxer ist... Punch, links. Oh, ich bin draußen. Wave. Draußen. Oh, der ist immun gegen Shockwaves, der Boxer. Schockimmun? Ja. Schockimmun? Wir haben keine Waffen mehr. Nee, ja doch, da hinten ist eine Kammer mit Waffen. Ich geh mal hier oben wieder hin in die Küche. Ich komm hier nicht raus, diese Kiste nervt hier. Shockwaven, ha? Huh? Weiß nicht. Es steht so... Mann! Steht im Weg! Ah. Jetzt! Gerade dabei, die Welt zu retten! Jetzt! Hier oben sind ja auch noch voll die dicken Boys. Dicke Boys, Alter?
Was machen die Boys in der Hood? Ey, da ist auch noch einer. Was ist denn das hier? Bro? Ich hab irgendwie einen Knopf gedrückt. Jetzt die Adermann Feuerfleischfalle. Bad Dudes. Oh, der hatte Hackebeile. Na, aber hier, Achtung. Da wartet ein Großer ums Eck. Da wartet ein Großer ums Eck. Ey, ich krieg den yes. nicht, ne? Was ist denn hier in der Kammer drin? Hier liegt noch ein Messer auf der Theke auch, ne? Der Fleischtheke. Bei der groben Fetten. Bad jetzt wieder Boys. Cheat-Waffen gefunden wieder. Oh, Cheat. Nö, ist kein Cheat, ist legit. Muss man sich halt ein bisschen umgucken. Hast du da gefunden? Hier, durch den Geheimgang. Ja, der Wichtelgang. Alter, hier, boah. Der geheime Wichtelgang. Ich hab Big Daddy G jetzt aggressiv gemacht. Okay, der Asiate scheißt aber drauf auf meine Shotgun. Der hat 2 Schuss eben reinbekommen. Big Daddy G scheißt auch drauf, ey. Juckt mich nicht. Schieb dir deine Shotgun hinten und vorne rein, hat er gesagt. Okay, Big Daddy G ist down. 2 Leute. Einer. Wo sind die? Ja! Er hat die krassesten Boys gemangelholt. Schrotflinte hat er gemangelholt. Nee, ohne Shotgun. Ohne Shotgun. Barnacle. Barnacle. Okay, ich habe einen Ausgang gefunden. Yes! Gut, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Küsschen und Bewertung da lassen. Tschüss! Wiedersehen.